Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Gewinnoptimierung im Polypol. Wir werden also die kennengelernten Optimierungsmethoden nun einsetzen, um damit auch wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen zu beantworten, insbesondere die Optimierung von Gewinn eines Anbieters in einer bestimmten Marktsituation, nämlich dem Polypol. Dafür rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, was ist ein Polypol? Das ist ein Markt, in dem es viele Nachfrager und auch viele Anbieter gibt. Als Beispiel nenne ich dafür immer gerne den Wochenmarkt, wo es also ganz viele Stände gibt, an denen Äpfel oder Kartoffeln verkauft werden und die im Wesentlichen dann auch bei allen das gleiche kosten, weil ein einzelner Händler da nicht ausscheren kann. Genauso kann ein einzelner Kunde nicht ausscheren und nur weniger oder mehr zahlen. Gut, mehr wird er nicht zahlen wollen, aber kann auch nicht weniger zahlen, sondern der Marktpreis ist für alle eine Konstante und ein einzelner Marktteilnehmer kann die nicht ändern. Und wir wollen jetzt also anschauen, was können wir bei einem Anbieter machen, um den Gewinn zu optimieren. Geht jetzt also darum, das Gewinnoptimum eines Mengenanpassers zu bestimmen. Ja, Mengenanpasser heißt einfach, ich bin ein Polypol und der Marktpreis ist eine Konstante. Wir stellen uns also vor, ein Produktionsunternehmen ist in der Lage, jede beliebige Menge seines Produkts zum Preis von 10.000 Geldeinheiten pro Stück zu verkaufen und die Kostenfunktion ist dabei nicht eine einfache lineare Kostenfunktion, wie wir in früheren Videos betrachtet haben, sondern hier haben wir eine kubische Kostenfunktion, ein Polynom dritter Ordnung. Wir haben zwar hier hinten auch einen linearen Teil, aber es kommt dann eben noch so ein Term zweiter und dritter Ordnung dazu. Das heißt also, es gibt nicht nur ganz einfach Fixkosten und variable Kosten, sondern wenn dann die Produktionsmenge noch stärker ansteigt, können sich die Kosten auch nicht linear ändern. Also dass man ab einer bestimmten Menge zum Beispiel noch eine zusätzliche Schicht fahren muss, die dann nochmal neue Fixkosten mit sich bringt oder ein zusätzliches Gebäude aufbauen muss, eine zusätzliche Produktionsstätte eröffnen muss oder ähnliches. Das kann also dazu führen, dass diese Kostenfunktion dann nicht linear, sondern nicht linear ist. Die Frage ist jetzt hier, welche Produktionsmenge maximiert den Gewinn? Ja, dafür müssen wir uns einmal überlegen, was ist denn der Gewinn? Der Gewinn sind die Erlöse, die ich erzielen kann, minus die Kosten, die dabei anfallen. Und das ist alles hier eine Funktion der Menge, weil wir eben Mengenanpasser sind. Also Erlöse sind eine Funktion der Menge und auch die Kosten sind eine Funktion der Menge. Die Kostenfunktion ist hier direkt gegeben und die Erlösfunktion steht im Prinzip im Text drin. Wir haben einen Marktpreis von 10.000 Geldeinheiten und den müssen wir dann mit der produzierten und dann auch verkauften Menge X multiplizieren. Und damit haben wir mal alle unsere Bestandteile zusammen, können mit Hilfe von Erlös- und Kostenfunktionen die Gewinnfunktion aufstellen und die müssen wir dann optimieren mit unseren üblichen Regeln, ableiten, Null setzen, zweite Ableitung überprüfen. Das habe ich also hier auf der Folie nochmal zusammengefasst. Gewinn ist gleich Erlöse minus Kosten, Pi von x gleich R von x minus C von x, setzen wir ein, 10.000 mal x minus die Kostenfunktion, eben diese kubische Funktion, die wir in der Aufgabenstellung gegeben haben. Wenn wir dann das Minus in die Klammer reinziehen, wenn wir also hier die Klammer auflösen, ändert sich da und da und da das Vorzeichen. Insbesondere haben wir dann 10.000 mal x minus 10.000 mal x und dieser lineare Term fällt uns einfach weg und dann haben wir also minus x hoch 3 durch 10 oder minus ein Zehntel mal x hoch 3 plus 60 mal x Quadrat minus 1.200.000. Auch das hier nochmal schön hingeschrieben. Der nächste Schritt ist jetzt also die Ableitung zu bilden, Pi' von x. Dafür haben wir wieder die Ableitung von der Summe.
wir schreiben minus 3 Zehntel mal x zum Quadrat, die 3 also nach vorne gezogen und übrig bleibt dann noch ein Quadrat, dann auch hier die 2 nach vorne gezogen plus 120 mal x hoch 2 minus 1 und die Konstante fällt weg, ist einfach 0. Und diese Ableitung wollen wir jetzt 0 setzen, um den kritischen Punkt oder die kritischen Punkte unserer Gewinnfunktion zu bestimmen. Dabei fällt uns jetzt vielleicht auf, dass wir die Funktion noch leicht umschreiben können, indem wir nämlich 1 der x ausklammern. Wir können also von dem x² 1 nach draußen ziehen und das x können wir nach draußen ziehen. Und welchen Vorteil hat das, wenn wir das 0 setzen? Naja, wir haben hier ein Produkt stehen von zwei Faktoren und ein Produkt ist dann 0, wenn mindestens einer der beiden Faktoren 0 ist. Der erste, also der Faktor ist einfach, entweder haben wir x ist gleich 0 oder wir müssen dann haben minus 3 Zehntel mal x plus 120 gleich 0 und dafür bringen wir die 3 Zehntel x auf die andere Seite. Das heißt, 120 ist gleich 3 Zehntel mal x. Und wenn wir mit 10 multiplizieren, haben wir 1200 und durch 3 dividieren, dann bleiben da x gleich 400 übrig. Ich klicke das auch hier auf den Folien nochmal weiter und wir haben also festgestellt, wir haben zwei Nullstellen, x gleich 0 und x gleich 400. Das sind also unsere beiden stationären Punkte, die für ein lokales Maximum oder Minimum der Gewinnfunktion in Frage kommen. Um zu überprüfen, welcher der beiden Punkte ein Maximum und welcher ein Minimum ist, müssen wir jetzt also noch die Bedingung zweiter Ordnung, die zweite Ableitung anschauen. Wie sah die erste Ableitung nochmal aus? Das war also minus 3 Zehntel mal x Quadrat plus 120 mal x. Und wenn wir da die zweite Ableitung ausrechnen, ziehen wir die 2 hier nach vorne. Das wären dann entweder minus 6 Zehntel oder minus 3 Fünftel mal x hoch. 2 minus 1 ist mal x. Und aus 120 mal x wird 120. Und dann können wir einsetzen, einmal an der Stelle 0. Minus 3 Fünftel mal 0 ist einfach, ist 0. Plus 120 ergibt 120 und das ist größer 0 und damit ist dieses hier also eine Minimalstelle, weil eben die zweite Ableitung größer 0 ist. Dann schauen wir uns noch die zweite Ableitung an der Stelle 400 an. Dann haben wir 400 mal 3 sind 1200, dividiert durch 5 sind minus 240 plus 120 bleibt minus 120 übrig und das ist kleiner als 0 und damit haben wir dann also hier ein Maximum vorliegen. Wir haben also zwei stationäre Punkte. Einer entspricht einem Minimum, nicht ganz überraschend bei 0, denn wenn ich nichts produziere, habe ich keine Erlöse, aber mir fallen ja sehr wohl Fixkosten an und damit ist mein Gewinn negativ und bei einer Menge von 400 erziele ich dann aber das Maximum meines Gewinns. Das haben wir auch hier auf den Folien nochmal festgehalten und jetzt können wir im nächsten Schritt auch noch ausrechnen, wie schaut denn die Lage am Markt dann aus, wenn ich eine Menge von 400 produziere. Naja, 400 kann ich dann in die Erlösfunktion einsetzen, muss ich mit 10.000 multiplizieren und weiß dann, dass ich Erlös von 4 Millionen erziele bei Kosten von 2 Millionen und damit bleibt mir ein Gewinn von 2 Millionen übrig. Und wenn ich mir das grafisch klar mache, schaut die Situation so aus. Die blaue Kurve hier ist jetzt also unsere Gewinnfunktion Pi von x.
Die hat hier das Minimum bei x gleich 0, bei einer produzierten Menge von 0 und steigt dann an bis zur produzierten Menge von 400. Bis dahin sind die Erlöse also höher als die Kosten und damit steigen die Gewinne an und ab da sind dann die Kosten höher als die Gewinne, Entschuldigung, als die Erlöse und damit fällt die Gewinnfunktion dann ab.